Oh ja, yeah, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Wo wir zurück sind. Und jetzt mal einen normalen Run machen mit der lieben Magdalene. Ja, wir machen mal... Komm bitte, Magdalene, du musst einen Boss-Rush-Run schaffen. Los, Curse of the Blind. Das ist natürlich der perfekte Anfang, um einen anzufangen. Aber wir werden je nachdem auch schnell zurückrufen, falls das sehr, sehr... Naja... Weil ich werde so ein sehr, sehr... Schnell, Isaac Tears. Wow. Ich will es schon zurückrufen. Ich will keinen Boss Rush mehr schaffen. Das ist so gut wie unmöglich. Zumindest mit dem, was man so hat. Oh, ja klar, als ob ich ja alles Feuer ausspringen würde, auslöschen würde mit meinen Tränen. Meinen kostbaren Tränen. Und dafür verschwinden würde. Nehmen wir mal mit. Kane's Eye. Hier gibt es nicht ein Tinted Rock. Das ist beängstigend immer am Anfang, wenn es auf der ersten Ebene kein Tinted Rock gibt. Das ist für mich immer so ein Zeichen. So ein bisschen blöd. Das ist genau hin. Genau hingepupst, als er genau wegchargen wollte. Alter, du chargst nochmal? Was geht mit dir, Alter? Are you serious? Einfach allen vor ausweichen. So, geht er. Wir haben ihm bald 3/4 seiner Energie abgezogen. Ja, toll, dass ihr genau auch hierher kommt, ihr scheiß kleinen Kackhaufen. Meine Fresse. Was habt ihr hier zu suchen? Koffeinpill. Bombs Arc. Jetzt habe ich keine Schlüssel mehr. Super. Ich meine keine Bomben mehr. Wahrscheinlich ist gleich sofort ein Tinted Rock da und ich denke mir so, ja, genau so wollte ich das. Nicht anders, das ist doch logisch. Wenigstens haben wir ein Speed Up. Ja, okay, da haben wir unsere Bomben wieder. Gibt es ja auch irgendwie so etwas wie ein, ne? Soul Heart? Vielleicht irgendwo? Tinted Rock? Könnte ja passieren, dass man das mal benötigt im Spiel, so etwas wie ein Soul Heart durch ein Tinted Rock, was es sonst eigentlich immer gibt. Warum gibt es hier dann bitteschön keins? Na? Da haben wir doch mal was. Genau bevor wir zum Boss gehen. Oh. Ja, genau. Ich gehe hier zum Boss. In der Voraussicht, dass hier wahrscheinlich mal wieder The Haunt ist. Wenn nur der Haunt ist, will ich nicht da sein. Warum? Ach, warum muss das so sein? Okay, da habe ich wieder Bomben. Mit denen könnte ich mir vielleicht was holen. Vielleicht. Oh, jetzt doch nur noch durch den großen Raum. Okay. Soy Milk. Alter! 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 Mihonoshi denkt sich so, ah, Soy Milk. Soy Milk Run. Jeder andere denkt sich so, nein, nimm's nicht! Nein! Das wäre so dumm! Ich weiß, dass es dumm ist, aber es macht so Spaß. Es wäre so crazy, es einfach mitzunehmen. Alter Schwede. Da sieht man halt. Sieht man halt immer die unterschiedlichen Spieler an Isaac. Ja, auch von Isaac. Also ich bin einer, ich will gerne auch mal risikohaft gehen. Oh Mann. Ja genau, das war jedes Mal so ein Viech. Ja klar, das ist so verarsche. Kannst du mir das jetzt echt erzählen, dass jedes Mal so ein fucking Viech kommt, wenn ich... Boah, das ist so mies. Okay. Oh, das war gerade so noch. Tinted Rock! Tinted Rock! Bitte! Yes! Easy! Also! Sag ich nur. Oh. Kommt drauf an, was da drin ist. Tears Down. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir einen Tears Down haben.
Da muss man sagen, ist so etwas doch nicht mehr so arg weit weg. Sowas wie ein Zäumig-Run. Mein Zäumig wird uns nicht zu einem Boss-Rush verhelfen im Normalfall, außer wir bekommen gleich sofort 10.000 Guppy-Items. Das wäre natürlich die Ausnahme. Das wäre eine Ausnahme, die ich gerne begrüßen würde. Sagen wir es mal so. The Horns, natürlich. Wer denn sonst? Ich hab's doch eigentlich gewusst. Mal gucken, wie schlimm dieser Zäumig Run gegen The Horns erstmal wird. Ja, ist schon schlimm genug. Wir brauchen auf jeden Fall Damage ab. Auf jeden. Oder gleich sofort Guppy im ersten Boss, im ersten Ding ins Raum. Oh, wir weichen aber extremst gut aus dafür, dass wir denen eigentlich kaum Schaden machen. Alter, Ausweichkunst heute von mir. Okay. Was hätte ich mich auch mal treffen lassen? Das zweimal hintereinander. Okay, einen haben wir besiegt. Sehen wir es mal so. Wir haben einen besiegt. Jetzt noch den anderen. Dann haben wir den Zäumig Run eingeleitet. Ja. Er kann aber kaum voran, wenn wir das so machen. Er kann sogar gar nicht voran. Aufpassen. Eieiei. Ah! Alter. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Ganz ruhig. Ganz vorsichtig. Okay, wir haben den Boss. Wir haben den Devil Deal. Den Boss-Wash werden wir nicht bekommen. Das steht zumindest schon mal fest, aber wir können das hier mitnehmen. Den Rest nicht. Dann gehen wir nochmal auf jeden Fall in den Dingensraum. Der lohnt sich. Da. Mal sehen, was wir bekommen. Goat-Head. Hätte ich mir natürlich alles ersparen können. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Goat-Head. Warum? Wir können sehr schnell Guppy werden. Wir können verdammt schnell Guppy werden. Verdammt schnell Guppy werden ist mit Sawyer-Mac doch mal nicht so schlecht, würde ich mal behaupten wollen. Und vor allem, wenn wir jetzt eh wissen, dass wir jedes Mal immer unsere Devil-Deals bekommen, müssen wir auch gar nicht mal so ultra Angst haben. Curse of the Maze. Außer natürlich bei solchen Gegnern. Bei solchen Gegnern habe ich immer noch Angst, das ist klar. Alter! Ja, ich glaube, das wird immer noch abgefuckt sein. Sagen wir, hätten wir Goat-Head nicht gefunden, dann würde ich hier so ultra vorsichtig sein. Ich hätte wahrscheinlich mich über diesen Raum gerade eben abgefuckt ohne Ende. Das würde mich auch nicht wundern, so wie ich mich kenne. So wie das auch logisch ist. Wird noch ja, implodieren, wollte ich sagen. Hab ich damit getroffen. Meine Fresse. Da gehen wir trotzdem mal direkt rein. Oh, puh. So ein Gegnerraum ist doch nicht so gut. Da merke ich halt sofort, wie extrem krass schlecht wir sind mit Zäumig. Jetzt können wir das ja eigentlich theoretisch nehmen, weil es theoretisch eher positiver ist. Okay. Ist in Ordnung. Oh, meine Fresse. Au. Auf jeden Fall muss ich mit Zäumig auf jeden Fall noch Erfahrung sammeln, das sieht man. Bin ich nicht so der Zäumig-Run-Fanatiker. Zumindest funktioniert es nicht so gut, wie ich es gerne haben möchte. Weil wir recht arg auf Krüppeln laufen. Auf Krüppeln? Ich meinte auf... Ach, Idiot. Egal.
Aufnahme auf Krücken, genau. Wow, dass ich Kuppel gesagt habe, das ist schon schlimm genug, aber ist ja nicht schlimm. Oh, ist schon nicht schlimm, aber ist nur schlimm genug, ne? Das ist natürlich perfekt. Wo auch immer ich mich da hab treffen lassen. Gib mir ein rotes Herzchen. Gutes Herzchen. Gutes Herzchen. Da haben wir auch noch einen. Oh, da habe ich mir gedacht. Irgendwo muss doch irgendwo ein Red Heart Drop sein. Oh Mann. Auch in so einem Raum. Mit dem Gegner. Uncool. Uncool. Lange will er noch schießen. Wie lange will er noch überleben? Hallo? Ich weiß, ich habe Säumilk. Aber danke. Dass du wenigstens doch irgendwann sterben gegangen bist. Das ist halt das Problem an Zeug. Aber dadurch haben wir einen interessanten Run vor uns eigentlich. Vor allem, wenn wir jetzt noch irgendwas Krasses bekommen. Man kann immer noch irgendwas sehr, sehr Krasses bekommen. Im Itemraum. Das wäre so ultra krass. Keine Ahnung, aber es gibt da einige Möglichkeiten. Sagen wir es mal so. In Richtung IPEC-Hack gibt es da Möglichkeiten. In Richtung Dingens gibt es Bei IPEC-Hack ist da jetzt nicht gerade so das, wonach ich strebe, aber gut. Dann hätten wir Ultra-Mega-Knockback und 10.000 gefährliche Schüsse hintereinander. Muss man sich vorstellen, jetzt alles davon IPEC-Hack-Schüsse. Wobei jetzt nicht alles, weil IPEC-Hack ist ja nicht so schnell am Schießen, aber... Naja. Bosswash wird das nicht. Das ist klar. Das erste noch. Ist da immer noch irgendwo ein Kackhaufen? Meine Fresse. Noch langsamer werden. Okay. Wir nehmen das einfach auf. Passt schon. Wir haben eine Koffeinpille gehabt. Das überleben wir schon. Eigentlich nicht, glaube ich, aber gut. Vielleicht bekommen wir ja noch einen richtig geilen Devil Deal. Das glaubt nur ich, ne? Und ist ja klar, ich bin da derjenige, der den Run macht. Dann ist auch klar, dass ich darin. Jo, dass wir noch einen richtig geilen Devil Deal bekommen. Na egal. Und so schnell erledigt. Durch den Krampus ist ja nicht so, dass irgendwie. Ah. Auf jeden Fall nehmen wir das hier mit. Damit können wir Bosse besiegen. Krampus gibt's nicht mehr. Heißt, wir können uns recht gut konzentrieren auf die anderen normalen Bosse, dass wir sie schneller besiegen. Das ist natürlich gut. Inside the Eye. Es gibt immer am Anfang die Möglichkeit, dass wir die gesamte Map durchgehen sehen. Genau, so war das. Inside the Eye. Fast den Effekt vergessen. Das ist nur Kanes andere Auge. Was ist eigentlich, theoretisch, wenn Kane eigentlich das Auge finden müsste, müsste er eigentlich auf beiden Seiten schießen. Tut er aber nicht, glaube ich. Jetzt müssen wir eigentlich genauer gucken, dann wenn man dann, hier Wizard drin hat oder so. Hier jetzt auch nicht näher dran an die Gegner. Würde ich jetzt... Wenn ich jetzt einen Hit nehme, dann bin ich sowieso beim nächsten Hit tot. Wenn ein super Gegner kommt, bin ich sowieso tot. Deswegen die Vorsicht. So. Ist, glaube ich, auch verständlich. Ich glaube, jeder würde es so machen, ein bisschen vorsichtig zu sein. Komm, ganz ehrlich, können wir mal kurz erledigen. Machen wir auch so ganz einfach, ohne irgendwelche Gefahren. Cheers up. Yeah. Bringt uns natürlich voll was. Nicht. Hör mal sehen. Mal sehen. Oh. Okay. Okay, einen schon mal erledigt. Die Superform vor allen Dingen, an der bin ich so nah vorbeigehuscht wie nur möglich. Im Nachhinein denke ich mir so, du hättest sterben können, Mirundoshi. Du hättest sterben können. Oh nein.
Ah, natürlich. Nein! Ach man, dann sage ich doch mal vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play The Binding of Isaac Rebirth und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss. Ah, dumm.